Hallo und herzlich willkommen zu EverQuest 2. Wir befinden uns gerade auf dem Weg in ein neues Abenteuer. So startet man, oder so ist eine Möglichkeit, in EverQuest 2 zu starten. Wir befinden uns auf dem Schiff, gerade auf dem Weg zu einer Insel, wo wir unsere ersten, ich denke mal, ungefähr 10 Level durchlaufen in Form eines Tutorials und uns dann in ein riesengroßes Abenteuer stürzen werden. Wir haben hier unten unsere Hotbar mit den verschiedenen Attacken, Zaubern und Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Kurz erklärt, alles was hier so rötlich hinterlegt ist, das sind Angriffsattacken, die wir durchführen können. Grüne, das sind verschiedene Zaubermöglichkeiten hier mit diesem Reptilienkopf. Da kann unsere Klasse, die wir gerade spielen, einen Reptilienbegleiter erschaffen und der kann dann für uns mitkämpfen. Der steigt dann auch später im Level mit, kann besondere Fähigkeiten erlernen und wird, denke ich mal, zu einem sehr starken Partner. Fangen wir einfach mal an mit unserem Abenteuer. Captain Valros, muss ich aufpassen, ich habe mir eben schon mal versprochen, und aus Captain Valros ein Captain Valros gemacht. Da ist der gute Mann bestimmt nicht glücklich drüber. Wo sind wir eigentlich, Captain? Ahoi! So, er hat uns gefunden. Wir sahen wahrscheinlich aus wie tot. Hat uns hier eingesammelt und nimmt uns gerade mit zur Insel. Da sind wir recht dankbar. So. Ja, die Zuflucht. Das ist unser Ziel. Aber ich denke mal, bis wir da angekommen sind, können wir hier noch ein paar Aufgaben erledigen. Was ich gerade vermisse, ist die Sprachausgabe. Und auch wenn das gerade Let's Play technisch nicht so gut da reinpasst, müsste ich mal in die Optionen gehen, gucken, was wir da einstellen können. Wir akzeptieren erstmal schnell die Quest und schauen einmal kurz über die Optionen, ob da irgendwas ausgestellt ist. Wie das zum Beispiel hier, Voice Volume. Ist das die eigene Stimme oder die der NPCs? Wir werden das jetzt mal rausfinden. So. Unsere nächste Aufgabe. Mit Vaulon sprechen. Vaulon hat eine Aufgabe für uns. Können wir ein bisschen rauszoomen. Sehen wir unseren Charakter. Ein Hurricane. In der Klasse Bestienfürst. So vergleichbar ungefähr, denke ich mal, mit einem Waldläufer in anderen Spielen, die einen tierischen Begleiter haben. Hat einen interessanten Akzent. Er sucht seinen Hut oder seinen Helm. Soll in einer der Kisten sein, frage ich mich jetzt natürlich, warum sollen wir jetzt in den Kisten gucken? Ist das eine Falle oder 1, 2 oder 3? Versuchen wir es mal mit der goldenen Mitte. Ist schon mal leer. Das ist bestimmt die erste. Ah! Das ist unglaublich. Hier, Vaulons Head. Jawohl. Haben wir gefunden. Und noch zwei andere Gegenstände mit dazu, die wir wahrscheinlich behalten können. Gucken wir gerade im Inventar. Wir haben hier noch eine Tunika. Eine Stoffrüstung. Die kann aber im Grunde nichts. Unterscheidet sich dann nur optisch, wenn wir die anziehen würden. So, Vaulon. Hier. This heart gives me the lock. Ja. Naomi is safe, thanks to you. Hat er sein Glück zurück. Okay, wir bekommen eine Art Münze. Ich denke, wir werden sie gebrauchen können. Ingrid. Wir sollen zu Ingrid gehen. Ingrid hat wahrscheinlich für uns auch eine Aufgabe oder einen Wunsch. After the last pickup, I have been working extra hard since Vim said she would give me the piece of Luckland she found. Vim? Habe ich schon mal irgendwo gelesen hier auf dem Schiff. Yes, yes. Vim, the merchant over there, she found a small piece of the moon and is having me work for it. Maybe you can go buy it from her for me. Ah, okay. Die Ingrid ist also auch scharf auf eine Scherbe vom Mond.
Der Mond ist ja da oben. Da ist mal was passiert. In der Geschichte von EverQuest müsste ich jetzt lügen. Ist der Mond explodiert. Oder einer von beiden. So. Die Scherbe möchtest du haben, Ingrid. Wir gucken mal, ob wir die für dich zurückbekommen. Ruckelt gerade derbe. Das ist nicht so schön. Wim, du hast die Scherbe. 36 Kupfer soll sie kosten. Wir haben 0. Jetzt kommt die Münze von Vaulon zum Einsatz. Die können wir verkaufen für 42 Kupfer. Das reicht vollkommen aus, um die Scherbe von Luklin. Luklin, der Name des Mondes, der dort oben am Himmel zerborsten ist. So. Jetzt wird sich die Ingrid sicherlich sehr darüber freuen. Great. Now I can stop doing this work and enjoy the rest of this trip. Here is some coin for your help. Ah, wir haben ein bisschen Geld bekommen. 10 Kupfer. Jetzt sollen wir Bericht erstatten. Was ist denn los? Well, tis bit of a problem. You see, there be rats on board. The vermin keep eating the supplies. Achso, er meint die richtigen Ratten, nicht seine Besatzung. Da können die beseitigen. Kein Problem. Aber soll ich sie jetzt mit meinen bloßen Händen erschlagen? Ah. Alles klar. Kriegen einen Knüppel. Besten Dank dafür. Dann werden wir den einmal ausrüsten. Und da ist das schicke Gerät. So, aber ich habe ganz vergessen, wir sind ja Bestienfürst. Und als Bestienfürst haben wir auch die Möglichkeit, unseren Begleiter herbeizurufen, den wir ab Level 1 haben. Wir werden später noch andere Begleiter zähmen können in der freien Welt. Und die dann auch trainieren und zu starken Partnern machen, die uns im Kampf unterstützen. So. Minjung. Dann hau der Ratte mal was auf den Kopf. Und es gibt lecker Fleisch. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass wir das gebrauchen können, aber nehmen wir es mal mit. Gut, das ist jetzt alles so tutorialmäßig. Das ist jetzt kein großer Akt, das hier zu schaffen. Wir haben auch schon Level Up auf Level 2. Dann wird es jetzt hier unten in unserer Hotbar ein bisschen was tun. Kriegen wir eine neue Attacke dazu. Rush. Angriffsattacke, die fünfmal hintereinander einen Schaden von 2 bis 4 Schadenspunkten beim Gegner ausführt. Werden wir dann wahrscheinlich gleich auch nochmal sehen. Bin mir sicher, wir haben nochmal eine Möglichkeit, das zu testen. So, Captain. Die Ratten sind weg. Na sicher, ging der schnell. So. Holy shit. Ein Drache. Ist aber ungewöhnlich, so auf offener See ein Drakota. Auf jeden Fall hat er schlechte Laune. Scheiße, ey. Jetzt einen Wassereimer holen und das löschen oder was? Wie geht das jetzt ab hier? Okay, der ist ja schon mal lang geflogen. Danke, Captain, dass du uns auf jede Gefahr auf diese Reise hingewiesen hast. Die Route scheint ja nicht sicher zu sein. Okay, jetzt... Ach, der Goblin ist ausgebüxt hier. Der Sausack. Auf geht's. Ach, unser Begleiter, der macht irgendwie nichts. Da müssen wir selber Hand anlegen. So, und die besondere Attacke nochmal hinterher. Oh, ein Goblin-Ohr. Und in EverQuest 2, da kann man von diesen verschiedenen Kreaturen eine Lore starten, eine Wissensquest, indem ich verschiedene Körperteile untersuche. Jetzt starte ich
die Wissen und Legende Quest für die Goblins. Als Belohnung bekomme ich dann ein Buch. Das kann ich mir dann später in mein Haus stellen. Und eine Trophäe, die mich daran erinnert, dass ich die Wissen und Legende zu den Goblins gemacht habe. Das kann man sich dann später an die Wand hängen als Trophäe. So, jetzt haben wir natürlich verpasst, dass die Anikra hier, kleine Magierin, die hat hier einen kleinen Zauber gewirkt und das Feuer gelöscht. Und ich denke mal, müssen soweit durch sein hier, Captain. Ah, you saved the far journey and my crew. It seems you proved to be quite a hero. Well, with the help of that young lass there, you do. Sicher. There be the island of refuge. Ah, get ready to drop. Land in Sicht. Just let me know when you want to go ashore. Ingrid, swing the lead and prepare to drop anchor. So, das erste kleine Tutorial geschafft. Wir werden jetzt gleich auf der Insel ankommen. Und da kommen jetzt wirklich Erinnerungen hoch. Also dieses Startgebiet habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor 11 Jahren gespielt. Das ist dann auch eine Zeit lang komplett verschwunden. Als spielbares Startgebiet wurde ersetzt durch zwei andere Startgebiete. Und da war ich schon damals richtig traurig drüber. Weil gut, es ist Geschmackssache sicherlich. Aber ich finde dieses Startgebiet sehr, sehr genial. Und es ist auch richtig Nostalgie pur gerade. Auch die Melodie ist original die, die auch, als ich 2007 meinen ersten Charakter erstellt habe, hier hören durfte. So, ich würde sagen, wir machen hier für den Anfang erstmal Schluss und werden dann, wenn es noch eine nächste Folge gibt, mal gucken, hier mit unseren Quest starten und denke mal so ungefähr bis Level 10 geht es hier, bis alles erledigt ist auf dieser Insel. Gucken wir uns die mal kurz an. Wir werden hier so im Uhrzeigersinn einmal alles abarbeiten und dann werden wir zum Festland segeln, in die Stadt Freihafen. Das ist unsere Heimatstadt. Denn was ich nicht verraten habe vorweg, habe ich auch nicht dran gedacht. Wir sind ja von der Gesinnung her böse. Und da ist unsere Hauptstadt, die Stadt Freeport, Freihafen. Die gutgesinnten Charaktere werden dann in Quinos zu Land gehen. Und mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, weil das sind unsere Feinde. Auch die werden wir hier auf dieser Tutorial-Insel noch kennenlernen und bekämpfen müssen. Also, ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.